aus einem traurigen Anlass das Schönste machen. So lautet die Ansage von Buchholz-Trainer Thorsten Schneider vor dem Benefizspiel gegen den Hamburger SV. HSV-Mitarbeiter Kraus war Anfang des Jahres tragischerweise ums Leben gekommen. Der HSV will die Partie ernst nehmen und reist mit Top-Besetzung an. Einzig die Nationalspieler werden geschont. Im Sturm dürfen die Buchholzer heute André Hahn unter die Lupe nehmen. Der Neuzugang aus Mönchengladbach bildet den Sturm mit Luca Waldschmidt. Der TSV Buchholz 08 beginnt in den roten Trikots von links nach rechts. 2000 Zuschauer verfolgen die Partie an der Otto-Koch-Kampfbahn. Und wer meint, Buchholz würde sich nur hinten reinstellen, der täuscht sich. Die Gastgeber mutig. Christian Matenia wird früh geprüft, sichtlich überrascht vom Beginn der Roten. Lange Zeit kann der TSV Buchholz die Hamburger aus dem eigenen 16er fernhalten. Aber nur zunächst. Gelegenheit für den HSV. Hahn findet Luca Waldschmidt. Der zeigt individuelle Klasse, behält den Überblick und die Nerven, verwandelt zum 1:0. Buchholz-Trainer Schneider wollte so lange wie möglich das 0:0 halten. 22 Minuten ging das auf, aber dann schlägt HSV-Held Waldschmidt zu. Der gebürtige Siegner hat spätestens seit seinem Treffer gegen Wolfsburg seine Kritiker zum Schweigen gebracht. Die Rothosen wollen keine Zweifel an einem Sieg aufkommen lassen. Waldschmidt mit einem tollen Zuspiel. 3-1. Jatta mit 4 Platz und der Ruhe weg 2:0. Bakary Jatta muss den Ball nur noch einschieben und das macht er ganz souverän. Anfangs noch als PR-Gag belächelt, hat sich Jatta zu einem echten Perspektivspieler gemausert. Markus Gisdol gilt als Befürworter des Gambias. Wir springen in Halbzeit 2. Waldschmidt ist da gut auf den Außen unterwegs, hat das Auge für André Hahn. Der mit Pech, die Situation aber noch nicht geklärt. Buchholz in der Defensive nicht sattelfest, Nikolai Müller sagt Dankeschön, 3:0. Nun wird der HSV endgültig seiner Favoritenrolle gerecht. Müller bleibt cool und macht den Deckel drauf. Der Rechtsaußen wird mit einem Wechsel nach Wolfsburg in Verbindung gebracht. Sein Abgang wäre eine erhebliche Schwächung für den Hamburger SV. Nächste Situation, wieder die Gäste im Vorwärtsmarsch. Müller kann da alleine wenig ausrichten, behält aber einen kühlen Kopf, löst das clever. Buchholz Defensive ist ausgehebelt und wieder einmal Luca Waldschmidt. Da wäre mehr drin gewesen. Beinahe der Doppelpack für ihn. So steht es weiter 3:0. Die nächste Situation ähnlich zum 3:0. Buchholz bekommt den Ball nicht geklärt. Luis Holtby und Jatta machen Druck und sind erfolgreich. Der Zuckerpass zum Mann vom Zuckerhut. Wallacy macht's mit Auge und Gefühl, erhöht zum 4:0 für die Gäste. Der Brasilianer hat im Team von Markus Gisdol keinen leichten Stand. Für 9,2 Millionen Euro im Winter von Grêmio Porto Alegre geholt, konnte er den Erwartungen bisher nicht gerecht werden. Vielleicht ändert sich das ja in der nächsten Saison. Die letzte Minute läuft und der TSV mit der Chance auf den Ehrentreffer. Der Freistoß gut getreten, aber Matenia braucht nicht einzugreifen. Dann hat Schiedsrichter Thielert genug gesehen, pfeift das Benefizspiel ab. Der HSV schlägt den TSV Buchholz auch dank Luca Waldschmidt mit 4:0 und spielt an diesem Tag rund 30.000 Euro ein.